Ich drehe das mal um. Kennen Sie die Rocky-Filme? Der erste wurde 1976 gedreht. Rocky 1, 1976. Ja, ich kenne sie. Geburtsjahr von Wladimir Klitschko. Rocky-Filme geguckt? Ich bin ja erst 87 geboren, aber ich glaube, man kennt Rocky-Filme einfach. Also ich meine, das sind einfach Klassiker. Ich hab, letztes Jahr waren wir in Amerika 2 Wochen und da kamen die ganze Zeit die alten Rocky-Filme. Und wir haben es halt dann, so bei der Physiotherapie haben wir immer Rocky geguckt und da kann man das dann mal wieder auffrischen. Physiotherapie und Rocky. Das passt gut zusammen. Ja, ja. Da wächst was zusammen, was zusammengehört in der Physiotherapie. Es gibt Parallelen zwischen Rolle und Realität. Die Geschichte von Rocky Balboa ist auch irgendwie die Geschichte von Sylvester Stallone. Vom Underdog zum Superstar. Sylvester Stallone als Jungschauspieler. Unwiderstehlich wie sonst nur der junge Elvis. Und doch war es für den Sohn italienischer Einwanderer ein weiter Weg bis zum erfolgreichen Leinwandstar. Geboren in New York, aufgewachsen in Philadelphia, erste Karriereschritte in Hollywood. Kleine Rollen, wenig Aufmerksamkeit, kein Glamour. Bis 1976. Dann kommt Rocky. Quasi über Nacht wird Stallone zum Superstar. Die Rocky-Saga in den folgenden Jahren zu einer der erfolgreichsten Filmreihen überhaupt. Mit Rambo schafft Stallone Anfang der 80er eine weitere Kultfigur. Jetzt ist er ganz oben. Doch das reicht ihm nicht. Er zeigt sich wandelbar, probiert sich auch in anderen Rollen. Nicht nur als Schauspieler, sondern auch als erfolgreicher Drehbuchautor, Produzent und Regisseur. Sylvester, ich möchte noch mal bei dem Rocky-Drehbuch bleiben. Ich weiß, Sie haben das selbst geschrieben, insbesondere natürlich das erste Buch, was Ihnen sehr wichtig war. Wie autobiografisch war damals diese Geschichte von Rocky? Wie viel war Ihr eigenes Leben da drin? Well, the first three, Rocky 1, Rocky 2. Die ersten drei, Rocky 1, 2, sagen wir, der letzte vielleicht auch, waren sehr autobiografisch. Und ich glaube, deswegen funktioniert der Film auch. Boxen im Ring, das ist nicht die Geschichte. Dorthin zu kommen in den Ring, das Drama, das zu schaffen, die Persönlichkeit, die Einsamkeit, die Opfer, die Sicherheit, die Erwartungen, die Enttäuschungen, das ist das menschliche Drama, das den Champion macht. Also, er hat es gesagt, leichter im Ring zu stehen, als zuzuschauen. Das stimmt auch, sich vorzubereiten auch auf den Ring, die Angst. Diese Phase, besonders der letzte Rocky Balboa, hatte 5, 6 Jahre nicht so wahnsinnig viel Erfolg. Und da habe ich gesagt, ich muss noch eine Story machen. Da war ich schon fast 60. Lächerlich. Ich kann das schon verstehen, wenn einer das denkt. Aber es geht doch gar nicht ums Boxen. Es geht darum, mit deinen Emotionen zu fighten. Deine Sicherheit zu finden. Und wenn du die Emotionen anzapfen kannst, dann hast du die Zuschauer. Das Physische ist die eine Sache. Du musst die Herzen der Menschen erobern. Und wie macht man das? Man erkennt, dass wir alle ein ganz ähnliches Lebensmuster haben. Das Leben ist schwer, ob du arm bist oder nicht. Das ist ein Kampf. Und die Story der Menschen zu erzählen, ihre Schwierigkeiten zu zeigen, ihr Leiden, ihre Schmerzen, ihre Probleme, dann hast du ein interessantes. Diese Figur Rocky, das ist ja wirklich ein besonderes Abbild. Wie entstand die Figur? Gab es da ein Vorbild? Gab es eine andere Figur, wo Sie gesagt haben, das ist die Biografie und das hat mich inspiriert? Well, because, for example, today, the sport also sagen wir so, mostly by white der Sport ja. wird ja nicht okay, mehr durch einen bestimmten Typ von Fighter dominiert. Nehmen wir einen Rocky Marciano aus der Vergangenheit. Das war so der Protagonist, klein, zäh, Weltmeister. Das ist die Realität. Und ich habe versucht, das realistisch zu machen. Und dann kam der seinerzeitige Cassius Clay, der nicht in die Armee wollte, kein Geld hatte. Später Muhammad Ali, Film gegen Marciano. Das war nur Effekt. Aber da habe ich gesagt, Mensch, das ist ja unglaublich. Wenn ich das jetzt übernehmen könnte und daraus einen Film machen könnte, wäre ich vielleicht der neue Rocky Marciano. Also was ich damit sagen will, ist dies. Das fußt auf der Wirklichkeit immer. Es gibt da einen Muhammad Ali, es gibt einen Rocky Marciano. Das musst du zusammensetzen und dann hast du die Geschichte. Sie haben eben schon gesagt, ich bin aufgewachsen in Hell's Kitchen, einem Ort, einem Stadtteil von New York. Gibt es da eine Parallele aus der Situation, wie Sie in relativ einfachen Verhältnissen groß geworden sind, zu der Geschichte von Rocky?
Yeah, there, of course. There's ja, no natürlich. That, I came up. Gar keine Frage. Das war nicht leicht. Das war auch gefährlich damals. Und ich glaube schon, dass eine Poesie daraus erwächst. Etwas ganz Dramatisches. Wenn auf dem Bauernhof aufwächst, ist das vielleicht nicht ganz so. Und deswegen funktioniert das hier mit diesem Rocky. Ich war nicht so ein ruhiger Mensch, wie ich es gerne gewesen wäre, sondern eher ein Vulkan. Ich mag das, meine Frau nicht so sehr. Aber deswegen bin ich so. Deswegen willst du immer nach vorne Filme machen. Du hast überhaupt keine Alternativen. Das hast du gar nicht. Nein, ein Leopard ist ein Leopard, ein Tiger ist ein Tiger. Es hat sich natürlich sehr verändert, wenn man anguckt, der Riesenerfolg von Rocky I. Also 10-mal für den Oscar nominiert. 3 Oscars hat der Film bekommen. Dieser plötzliche Ruhm, auf einmal verändert sich radikal das Leben. Vorher haben Sie darum gebettelt, dass endlich dieses Drehbuch angenommen und realisiert wird. Was hat sich dadurch in Ihrem Leben verschoben? Du kommst aus der totalen Armut. Und plötzlich kennt jeder Mensch in den Staaten dich über Nacht. Du kommst aus dem Nichts. Du stehst an für irgendetwas, worum du bettelst. Und jetzt stehen die Leute an, um dich zu sehen. Du hast plötzlich das Gefühl von Macht. Du spürst etwas, was du nicht gewöhnt bist. Vorher fährst du im kleinen Auto rum dein Leben, dann kommt einer und sagt, hier hast du ein Formel-1-Auto. Da sind die Unfälle programmiert, die Beziehung, das Privatleben, die Kinder, alle leiden und du musst dich daran zunächst einmal anpassen. Deswegen verstehe ich das, wenn ich junge Menschen sehe, die Skandale produzieren. Mir ist das klar, damit geht man nicht gut um, nicht leicht. Erfolg. Wollen Sie damit sagen, dass Sie nach diesem großen Erfolg von Rocky I erstmal kein angenehmer Mensch waren? Weil sie den Erfolg gar nicht so verarbeiten konnten? No. No, absolutely. Klar, wenn du so oft zurückgewiesen wirst als Kind und später noch und kein Glück hast, darum geht es doch letztlich. Dann sage ich den Leuten, die Zurückweisung macht dich stark. Wenn die dich nicht zerstört, dann macht sie dich so tough und so stark. So lernt man aus den Fehlschlägen, nicht aus den Erfolgen. Aber wenn du dann erfolgreich bist, dann willst du deine Rache. Seht ihr, ich wollte es euch zeigen und so weiter. Ihr habt es übertrieben mit mir und jetzt packe ich euch. Dann das breite Grinsen dazu. Ja, aber dann redest du auch zu viel. Willst das rauslassen, was da raus muss. Du bist so fasziniert von dem, was jetzt gerade abgeht. Und das ist eine Verlockung. Das siehst du bei Sportlern auch, bei Spitzenathleten. Die machen sich das Jahre später klar und sagen, um Gottes Willen, wie ekelhaft warst du denn damals? Dann ist es dir peinlich. Aber in dem Moment, im Moment der Faszination, wirst du überwältigt. Magdalena, wir waren ja ausgegangen von den Rocky-Filmen. Habt ihr die in der Jugend gesehen? Also, ich möchte sagen, Wladimir hat gesagt, ja, stimmt, habe ich Wladimir zum Boxsektion gebracht. Und gegenüber mir sitzt derjenige, der hat mich zum Boxen gebracht und hat riesige Ansporn gegeben. Der Schuldige. Ja, der Schuldige. Wieso? Ich bin mit Boxen so erfolgreich. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Damals war die Perestroika-Zeit angefangen und wir haben Chance. Sehen die Filme aus Amerika. Und einer von ersten war Rocky. Ich war so fasziniert. Ich war richtig, ich möchte Rocky werden. Ich möchte, das war mein Kult und selbstverständlich, das ist ein großes Plakat in Wladimir Rind, die Zeit in unserem Zimmer. Also Rocky hing als Plakat? Ja. Mit dem Groot? Rocky als Plakat und selbstverständlich, das war mein Idol. Und habe ich nie gedacht. Das war eine Ehre für mich. Ja. Auf einen Tag. Ich kenne persönlich Sylvester Stallone. Und noch mehr. Er sitzt, ich habe gekämpft in Los Angeles gegen Lennox Lewis. Er sitzt in erster Reihe neben von meiner Frau und sagt an meine Frau, ich denke, das ist Rocky-Film. Wir freuen uns sehr, dass es diejenige hat uns gebracht zum Boxen. Auch bei erster Reihe sitzt bei unseren Kämpfen. Die Zeit wechselt ein bisschen. Ja, das war damals in Los Angeles, glaube ich, 2003, der große Kampf gegen Lennox Lewis. Wo eigentlich Vitali der bessere, klar bessere Boxer war. Und dann wurde der Kampf beendet aufgrund der schweren Augenverletzung, was Vitali Klitschko überhaupt nicht wahrhaben wollte. Ich kann mich noch erinnern,
auf den Ringseilen hat er gestanden und gesagt, es kann nicht sein und ich bin der wahre Sieger, was er eigentlich an dem Tag auch war. Es war wirklich ein historischer Kampf. Der Vater war sowjetischer Offizier. Er war sehr treu dem Staat gegenüber. Was hat dann der Vater gesagt, Vitali, wenn er die Poster von Sylvester Stallone und Chuck Norris da gesehen hat? Das war sehr interessant. Wir sind aufgewachsen, das ist unser Feind. Die Vereinigten Staaten, das ist unser Feind, selbstverständlich. Jeden Tag in der Schule, wir haben sehr viel gehört und wir müssen berichten, was Schlechtes passiert in anderen Seite von der Welt, in Amerika. Und als erstes Mal, ich war in Vereinigten Staaten, ich war richtig überrascht. Ich war fasziniert und komme ich zurück nach damals Sowjetunion und sage, Vater war Kommunist. Ja. Ich sage, Vater, das stimmt nicht. Entschuldigung, dass ich da unterbreche. Eine gute Idee, wir können das nämlich jetzt mal eben zeigen. Diese Reise, das war 1989, das war ein Team noch der Kickboxer. So sah das aus. Vitali, erzählen Sie uns einfach was. Das sind Sie da hinten rechts, genau. Das, der schmale Spund da, diese Bohnenstange. Das war, das war ein Treff sowjetische Team gegen Amerika, das war in Florida. Ich war jung, denke ich mal, wie alt ich war? 19, 18, 19 Jahre alt. Ja, und literweise Coca-Cola getrunken? Ja, habe ich erste Mal in meinem Leben Coca-Cola getrunken. Wir haben sehr viel über Coca-Cola gehört und noch keiner hat die Chance gehabt zu trinken. Ja, und selbstverständlich, das erste Mal Getränk war Coca-Cola. Habe ich getrunken, das hat so gut geschmeckt. Habe ich ein Gefühl gehabt, ich kann eine Eimer austrinken. Ja, das war interessante Zeit, das war ein interessantes Gefühl. Das war ein Flug wie auf Mond, etwas Neues. Ja. Was haben Sie Ihrem Vater nachher erzählt, als Sie zurückkamen, von diesen Eindrücken in Amerika? Es war nur der Klassenfeind, wo Sie hingefahren sind. Selbstverständlich. Ich habe gesagt, Vater, was hören wir jeden Tag über Amerika? Das stimmt nicht. Das sind normale Menschen, die sehr die freundliche, die wenn, treffen eine andere, die lachen und das Land ist schon. Und Vater hat gesagt, nein, stimmt nicht. Das extra für euch eine schöne Ecke gezeigt. Und danach euch als Propaganda zu nutzen und bitte erzählt an keine Amerika so schön ist. Mhm. Ja, wir sind sehr verständlich. Das ist Gehirnwaschung. Wenn man denkt über die Zeit, man versteht nicht. Aber das Gehirnwaschung von damals in der Sowjetunion war so stark und wir sind aufgewachsen. Das ist unser Land, die Amerika, das Land von Sklaven. Das ist der Kapitalismus, das ist eine furchtbare System, wo Menschen nutzen andere Menschen und das ist, wenn werde ich alles erzählen, habe ich einen Film im Klitschko-Doku erzählt, war sehr verständlich, richtig, sehr fasziniert. Es war aber immer 1989 schon, es war schon eine Veränderung da, es war Glasnost, es war Perestroika. Drehen wir mal den Spiegel. Hier sehen wir Sylvester Stallone, der nicht nur Rocky als Figur geschaffen hat, sondern auch Rambo. Und Rambo war ja eigentlich wirklich eine total ideologische Figur in den 80ern. Der Kommunistenfeind schlechthin. Welches Bild hatten Sie vom Leben hinter dem eisernen Vorhang? Welches Bild hatten Sie von dem Leben in der Sowjetunion? Also, so wie das dargestellt wurde, hatten wir den Eindruck, die haben nur nicht die Gelegenheit, ihren Traum zu leben, wie den amerikanischen Traum. Wenn du einen Job hast, dann hast du den dein ganzes Leben. Wir haben das anders verstanden. Niemand konnte dort wirklich als Individualist leben. Sie mussten alle dieselben sein, alle gleich sein, dieselbe Richtung marschieren. Und keiner hatte jemals die Chance, auch mal etwas zu erfinden, Millionär zu werden, eine Karriere aufzubauen, seiner Fantasie freien Lauf zu lassen. Jeder kam da aus derselben Form und sah gleich aus. Aber mit Rocky und Rambo, in Rambo 2 zum Beispiel, als ich das gemacht habe, waren wir in Vietnam und die Russen trainierten, schulten die Vietnamesen damals. Und ich habe das nie ideologisch gesehen. Auch der Film folgte nicht einem ideologischen Ansatz. Ich fand das nur interessante Charaktere. So etwas hatten die Russen noch nie gesehen. Es wurde auch nie über Ideologie geredet. Das einzige Mal war in Rocky 4, als er gegen den Russen kämpft und dann erkennt, wir sind ignorant, wissen nichts voneinander, hassen einander und am Ende hatte ich Respekt vor dem und der vor mir.
Und wenn ich das so beeinflussen kann, wenn ich mich verändern kann, können andere ihre Idioten. Das ist ein bisschen simpel, ist mir schon klar, aber so war das. Ich war nie anti-sowjetisch, antikommunistisch. Ganz oft, das ist meine Überzeugung, ist es ja doch so, dass man dich zwingt zu etwas. Und wenn du es nicht machst, kommst du in den Kasten. Der wollte auch nicht töten, der wurde nur als Soldat verpflichtet, musste seinen Job machen und so hat er es gemacht. Und dann versucht Amerika, ihn auszustoßen. Die Geschichte von Rambo war natürlich die, am Anfang wenige Tote und dann wurde es immer mehr von Folge zu Folge. Ich weiß, dass Sie einmal versucht haben, in die DDR zu reisen. Sie sind nicht reingekommen. Warum nicht? Oh ja, yeah, they hated me. Ja, das war eine Geschichte. Die mochten mich nun überhaupt nicht. Die hassten mich auf der anderen Seite der Berliner Mauer. Und da sitze ich im Auto und da kommt einer ran und mit einem mit einer Taschenlampe so aufs Gesicht und you can go, you du can darfst, go to my friends. Meine Freunde, du darfst, du out. Raus. You can't go. Du darfst nicht. Also, hat mich rausgeschmissen, buchstäblich, raus aus dem Auto, zurück an, auf die andere Seite der Mauer. Da habe ich gedacht, Jesus, die mögen dich wirklich nicht. Mir war das gar nicht klar, dass die wussten, wer Rambo war und Rocky. Die waren eisenhart damals. Also. Millionen Fans haben das bedauert, dass Magdalena Neuner in dieser Biathlon-Saison nicht mehr dabei ist. Sie ist ein Siegertyp und sie verlässt diesen Wettbewerb früher als von allen erwartet. Die Bühne ist jetzt ohne Magdalena Neuner zu sehen. Gerade einmal 25 Jahre alt hat sie in ihrem Sport schon alles erreicht. 34 Mal Einzelsiegerin im Biathlon-Weltcup. Dreimal Gesamtweltcup-Triumph. Mit 12 Goldmedaillen Rekordweltmeisterin. Dazu Doppel-Olympiasiegerin, zweimal Sportlerin des Jahres, eine Ausnahmeathletin. Wallgau, ein kleines Dorf im beschaulichen Oberbayern. Hier hat alles angefangen. Ihre Leidenschaft für den Skisport entdeckte Magdalena Neuner früh. Das Laufen macht einfach voll Spaß und also ich könnte nicht mehr aufhören. Und doch vor knapp einem Jahr die überraschende Rücktrittsankündigung. Im März macht sie im besten Biathlon-Alter dann Schluss mit dem Leistungssport, trotz oder vielleicht auch wegen der beispiellosen Lena-Mania im ganzen Land. Rekord-Einschaltquoten, Begeisterungsstürme, Werbetermin auf Werbetermin. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Das wollen viele und schaffen nur die allerwenigsten. Magdalena Neuner ist eine von ihnen. Eben ganz kritisch hingeguckt, als noch die Bilder von früher zu sehen waren. War es die Zahnspange oder was? Ja, die Zahnspange. Die nervt, noch heute. Ja, es ist halt so, wenn man schöne Zähne haben will, dann muss man da durch. Mit 13, ja. Ja, dann muss man mal ein, zwei Jahre da durch. Ja. Also im März zurückgetreten, was ist denn jetzt der größte Genuss im Leben? Was genießen Sie am meisten? Also man nimmt es als Sportler nie so wahr, dass man wirklich tatsächlich 24 Stunden lang Sportler ist. Ja. Es ist nicht so, dass man einfach heimgeht und sagt, ich habe jetzt Feierabend. Das hat man als Sportler irgendwie nie. Weil es durchgehend ist. Ja, man denkt irgendwie darüber nach, dass die Regeneration hundertprozentig stimmt, dass man sich gesund ernährt, dass man fit ist, dass man nicht krank wird. Also man tut im Grunde nichts anderes, als einfach seinen Körper in bester Form zu erhalten und immer dieses Ziel zu verfolgen, weiterhin beste Biathletin der Welt zu sein. Und um das zu sein, muss man einiges tun. Und das hat mir auch immer Spaß gemacht und ich habe lieber aufgehört, bevor es mir keinen Spaß mehr machte. Also wenn man sich zu dieser Entscheidung durchringt und das schon mit 25 Jahren, dann muss es einem vorher auch schon nicht immer Spaß gemacht haben. Es ist immer so im Leistungssport, dass man muss sich immer durchboxen. Es ist auch in anderen Sportarten so, dass man immer kämpfen muss, immer auch mit sich selbst, mit seinem inneren, mit seinen inneren Dialogen auch manchmal so kämpfen muss, die sich dann natürlich ergeben, wenn man halt einfach schwierige Zeiten hat. Es ist im Sport immer ein Auf und Nieder, auch wenn es vielleicht bei mir nie so ausgesehen hat. Aber es hatte immer diese Leichtigkeit. Ja, es hatte immer das, dass man das Gefühl hatte, es strengt nicht an bei ihr. Es war auch in dem Sinn nicht die Anstrengung sicherlich, weil es mir einfach immer riesen Spaß gemacht hat. Also ich habe nie irgendwas lieber gemacht, als durch die Loipe zu laufen und zu schießen und einfach
Biathletin zu sein. Wenn das andere darüber hinaus nicht gewesen wäre. Aber man hat halt einfach so das ein oder andere, die ein oder anderen Rückschläge, die man halt so im Sport einfach hat. Krankheiten, die man mal wieder überwinden muss, sich durchzubeißen, immer wieder rauszugehen, auch bei minus 25 Grad. Und da gibt es ganz, ganz viele Faktoren. Also es gibt sicherlich nicht einen Grund, warum ich aufgehört habe, sondern es sind ganz, ganz, ganz viele Faktoren, die mich dazu bewegt haben, einfach irgendwann zu sagen, ich glaube, es ist jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, ich mache jetzt was Neues. Macht Sie das vielleicht auch nochmal besonders, dass Sie dazu durchgerungen haben gegen jede Erwartung und nach dem Motto, ich zeig's euch jetzt mal, wie hartnäckig ich in meiner Entscheidung sein kann, wie selbstbestimmt ich mein Leben führen kann? Also es ging mir eigentlich nie darum, irgendwem irgendwas zu beweisen, sondern es ging mir darum, wirklich selbst entscheiden zu können, was ich tue und was richtig für mich ist. Sollte auch von der eigenen persönlichen Freiheit. Also ich finde, es fühlt sich schon extrem gut an, wenn man einfach eine Entscheidung für sich selbst treffen kann und wirklich dahinter steht und sagt, es ist einfach mein persönlicher Wunsch und mein persönliches Empfinden, das jetzt richtig ist. Natürlich gibt es im ersten Moment viele, die aufschreien und sagen, du kannst es nicht machen. Also viele sind ja vollkommen entsetzt gewesen am Anfang und da gab es natürlich so eine gewisse Depression bei vielen. Und im Nachhinein, muss ich sagen, kommen ganz viele zu mir, auch von denjenigen, die gesagt haben, es ist nicht richtig, die sagen, es ist richtig gewesen. Und Wahnsinn, deine Entscheidung, dass du das damals so durchgesetzt hast. Und mir war nie wichtig, was die anderen dazu sagen. Mir war immer wichtig, dass es für mich persönlich stimmt. Es ist eine überaus souveräne Entscheidung, das so in der Form mit 25 zu treffen, obwohl so viel Erwartung bei anderen Leuten natürlich auch im Team damit verknüpft waren. Wie hat die eigene Familie darauf reagiert? Die wussten, die ahnten das da vorher. Also ich meine, es ist immer ein weinendes und ein lachendes Auge mit dabei. Klar haben viele gesagt, Mensch, und schade, wir haben uns eigentlich, es ist halt auch so ein Familienevent, wenn dann alle zu Hause sitzen oder auch im Stadion dabei sind und die Fahnen wehen und halt mitfiebern und mitfeiern. Das ist natürlich schön, aber gerade der engste Umkreis weiß auch, was es bedeutet, Leistungssportler zu sein. Und es gibt halt auch das eine oder andere, was vielleicht nicht so toll ist, aber ich möchte auch noch mal betonen, dass ich nicht aufgehört habe, weil ich irgendwelche ganz negativen Erfahrungen hatte oder mir irgendwas zu viel war, sondern weil ich einfach für mich persönlich alles erreicht hatte. Für mich war es immer wichtig, Ziele zu haben. Also ich habe mir immer Ziele gesteckt und die habe ich versucht zu erreichen mit allem, was ich habe. Und für mich waren einfach auch so die Ziele nicht mehr da. Ich habe einfach gemerkt, Heimweltmeisterschaft ist nochmal so ein richtig großes Ziel, aber dann ist es irgendwie gut. Das heißt, der Ehrgeiz ist verblasst, weil bestimmte Dinge einfach erreicht worden sind. Jetzt mal andersrum gefragt, woher kommt denn dieser Ehrgeiz, der ganz früh da war, dass Magdalena so eine außergewöhnliche Biathletin geworden ist? Wo ist der angelegt, dieser Ehrgeiz? Der ist irgendwie angeboren, glaube ich. Also ich weiß es nur ganz genau als Kind. Ich war nie so diejenige, die viele Freundinnen hatte und mit Puppen gespielt hat. Ich war eigentlich immer mit den Jungs irgendwo im Wald und habe mich mit denen gehauen und habe danach mal so ein blaues Auge davon gezogen. Und ich habe immer so kleine Wettkämpfe gemacht. Also mir war es immer wichtig, hey, komm, wir laufen jetzt mal bis davor, das heißt, wer schneller haben die Jungs einfach mal provoziert, ein bisschen geärgert? Ich zeig dir, dass ich schneller bin in der Läufe, dass ich besser schießen kann? Ich glaube, das war so mein Naturell. Irgendwie mich da immer so ein bisschen vielleicht auch so mit den anderen, oder dass man sich da beweist. Und habe mit vielen Jungs angefangen, Biathlon zu machen. Und so als Kind, da gibt es noch keine großen Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen. Das heißt, in Valgau gibt es heute noch viele Jungs, die darunter schwer leiden, die noch traumatische Zustände haben, weil sie damals... Das hat sich später dann relativiert. Ausgewachsen. Ja. Nein, aber das ist, glaube ich, angeboren. Gibt es...